Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Fan Talk mit Rob Sepp. So, pass auf. Rob hat ja, wie ihr alle wisst, deutsche Vorfahren. Er spielt in der deutschen Nationalmannschaft und wir machen jetzt diesen Fan Talk, zumindest den Anfang auf Deutsch. Aber ihr müsst ihm verzeihen, er ist natürlich nervös, aber er schafft es. Ich weiß das, sonst würde ich es nicht machen, weil ansonsten würde er mir böse sein hinterher. Tut mir leid in Voraus. Ja. So, Rob. Jeff Tomlinson hat auf der Pressekonferenz gesagt, der beste Mann des Spiels warst du heute. Was sagst du dazu? Ja, danke. es ist sehr, sehr nett von Jeff, aber wir gewonnen als Mannschaft und verlieren als Mannschaft. So, danke, aber wir sind eine Mannschaft und das ist ein großer Sieg für uns. Nächste Frage. Verstehen Sie mich? wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? War es ein verdienter Sieg für die Eisbären? Ja, natürlich. Aber der war zum Positiv. Unser Überzahl war gut in die erste Drittel und wir haben drei Tore geschossen. Aber wir können besser spielen. Ja. Von den drei Toren, die wir geschossen haben, hast du die von hinten sehen können? War da ein schönes dabei? Welches war dein Lieblingstor? Ja, die erste war ein sehr guter Pass von Buschi und ein super Finish von Barry. Nächste Frage. Beim zweiten Gegentor hast du den Puck nicht wirklich gesehen. Passiert sowas sehr oft? Does it happen very often to get a goal like that? Einmal in 1000 Schüsse. Ich suche weiter für die Scheibe. aber es ist sehr glücklich für Hamburg. Und, aber ja, wir gewonnen und you know, manchmal shit happens. Okay, gut, dann befindest du dich immer noch auf der Suche nach dem Puck, dann können wir es ja vielleicht finden wir den nochmal. Rob, du hast es heute auch mal wieder mit einem neuen Song probiert beim Warm-up und der hat dann drei Punkte beschert, die Beatsteaks Hand in Hand. Bleibst du jetzt bei dem Song oder gibt es nächstes Mal eine andere Musik zum Warm-up? Was denken Sie? Bleibe. Was sagt ihr, Beatsteaks? Ja. Ja, maybe you can translate this, but I chose that song because I think it's important for us right now as a team. You know, the name of the song's Hand in Hand, to come together, and same with the fans. You know, we're all one here, and I think it's important that we all, you know, get through the good times and the bad times together. So that's why I chose that song for tonight. Also er hat den Song ausgewählt, weil er denkt, Hand in Hand heißt der Song, dass wir alle Hand in Hand arbeiten müssen, natürlich im Team, aber auch mit den Fans und das in guten wie in schlechten Zeiten. Und deshalb hat er gesagt, passte der Song für heute Abend ganz gut und wird er ihn vielleicht dann auch beibehalten. Okay, ich denke, das war's. Vielleicht noch eine Frage. München am Sonntag, wie gewinnen wir? Wie müssen wir spielen, um zu gewinnen? Wir müssen hart spielen, smart spielen. München ist auch eine desperate Mannschaft.
wie uns. So, ja, 60 Minuten harte und smart spielen ist ganz wichtig. Okay, ich denke, das war ein toller Fan-Talk auf Deutsch, oder? Vielen Dank an Rob Sepp. So, jetzt nochmal den Song. Ei, 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 wir haben einen Torwart. Ei, 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 Seppa, wunderbar. Na, geht doch, oder? Naja, ich weiß nicht. Danke, tschüss, bis nächsten Freitag am Sonntag im Fernsehen, Servus TV oder die Internet-Radioshow.